Fakten, Fakten, alles wissen, nicht raten, wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause, in meine Welt durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic, alles wird gut. Also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Na warte, du Miststück! Du hast sie ja wohl nicht mehr alle! Was machst du da? Wirst du mir büßen? Vera, warte! Was ist denn? Es tut mir wirklich leid. Ich wusste, dass er nicht mit dem Wettbewerb. An der Lola Rocker Ballettschule in Hamburg findet morgen eine Aufnahmeprüfung statt. Noch nie was von gehört. Die ist aber total bekannt. Da muss ich unbedingt hin. Es gibt nur einen Weg. Ich muss morgen früh heimlich abhauen. Wir werfen jetzt eine Münze, um zu entscheiden, welche Gruppe kaut und welche nicht. Dr. Wolfert wird zum Nachmittag Fragen ausarbeiten. Diese Fragen beziehen sich ausschließlich auf diese Unterrichtsstunde. Und die werden dann zur Beantwortung den beiden Gruppen vorgelegt. Zeit läuft, legt los. Schreibt nicht voneinander ab. Es handelt sich hier schließlich um ein wissenschaftliches Experiment. 20,5 Punkte. 22,5. Ja. Die Kaugruppe ist die eindeutig bessere. Also was ist? Kommst du mit? Ja. Total realistisch. Hätte ich doch nur lieber meine Klappe gehalten. Oh Gott, die ist ja über beide Ohren in jemand verknackelt. Ich habe keine Chance bei ihr. Ich will sie nie wiedersehen. Ich meine, mein Kumpel. Da bist du ja endlich. Ich dachte schon, du hättest verpennt. Quatsch, mir geht so die Flatter. Ich bin schon seit 2 Stunden wach. Hast du alles? Ballettschuhe, Klamotten, Geld, alles dabei. Eine Fahrkarte nach Hamburg kaufe ich am Bahnhof. Plus Rückfahrkarte, du hast was. Ja, ja, ich bin spätestens um 10 zurück. Da geht der letzte direkte Zug. Na dann mal los, sonst verpasst du noch deinen Termin. Was machst denn du so früh schon hier draußen? Ich habe hier gestern mein Armband verloren und wollte es suchen, bevor die anderen hier rumlaufen. Dann viel Glück beim Suchen. Herr Pasulke, können Sie mir nicht bitte helfen? Würde ich ja gerne, aber ich habe keine Zeit. Ach bitte, ich habe es von meiner Oma geerbt, das ist mir wirklich sehr wichtig. Na gut, aber wirklich nur einen Augenblick, ja? Jetzt musst du da drüben liegen. Hier, ja? Ja. Ja, also hier ist kein Armband. Vielleicht liegt er da drüben am See. Ja, tut mir leid, ich muss jetzt wirklich los. Bitte. Ich hab gesagt, es tut mir leid, ich muss jetzt wirklich los. Es hat nicht zufällig was mit Atze zu tun, dass du den gestrigen Tag, wie sagt Iris, traumhaft fandest. Blödsinn, wie kommst du denn darauf? Und warum benimmst du dich so komisch? Mach ich doch gar nicht. Natürlich nicht. Ich finde, du und Atze, ihr seid ein echt tolles Paar. Ich glaube, Katharina, jetzt geht es mit dir durch. Jetzt gib's doch mal zu, Alexandra. Sieh doch ein Blinder mit dem Krückstock, dass du verliebt bist. Das ist ja wohl der größte Quatsch, den ich je gehört habe. Für dich gibt's wohl außer Jungs kein Leben auf diesem Planeten. Jetzt hören sie auf, mich zu nerven. Reg dich ab, Alexandra. Ich dachte nur, dass du in einer speziellen Situation vielleicht Fragen hast zum Thema Klamotten oder Schminke. Dann komme ich natürlich als erstes zu dir. Und für alle Fälle, in der neuesten Uta kannst du dich informieren, wie du mehr aus deinem Typ machen kannst. Kannst du klatschhaltig mal deinen Mund halten? Was hat sie denn? Ach, die ist nur verliebt. Hey, spinnst du? Beeil dich, Wolfert kommt gleich. Wenn du mich nicht laufend unterbrechen würdest, wäre ich schon längst fertig. Hey, das ist die neue Bauer. Der sieht ja traurig aus. Darum würde ich mir nie einen Hund vom Züchter holen. Da hast du recht, die Tierheime sind überfüllt. Also wenn ich einen Hund haben sollte, würde ich ihn im Tierheim suchen. Danke, Vera. Herr Wolfert? Ja? Kim hat mich gebeten, Sie zu entschuldigen. Sie fühlt sich nicht gut. Sie fühlt sich nicht gut? Was heißt das, sie fühlt sich nicht gut? Ist sie krank? Sie hat Kopfschmerzen. Kopfschmerzen? Mhm. Und muss man deswegen gleich dem Unterricht fernbleiben?
Ihr geht's wirklich schlecht. Außerdem hat sie noch Durchfall. Durchfall. Also gut, wer kann mir noch mal wiederholen, was wir das letzte Mal über Landwirtschaft und Handwerk im Karolingerreich besprochen haben? Katharina? So ein Mist. Das hat mir gerade noch gefehlt. Verdammt. Herze, kann ich dir helfen? Ja, ich habe einen Platten. Hast du zufällig Flickzeug dabei? Ja, warte mal. Mann, hast du ein Glück. Ach, super, danke. Sag mal, was sollte eigentlich die Story von deinem Kumpel? Du hättest mir doch gleich sagen können, dass es um dich und Alexandra geht. Ich und Alexandra? Spinnst du? Und du hast doch gestern praktisch selbst zugegeben. Sag mal, hast du was mit den Ohren? Ich hab gesagt, mein Kumpel ist interessiert. Du musst ja nichts mehr vortäuschen. Diesen Kumpel gibt's doch gar nicht. Woher willst du denn das wissen? Arbeitest du neuerdings beim Einwohnermeldeamt? Ja gut, das nicht gerade. Übrigens, Alexandra fand den Ausflug mit dir echt spitze gestern. Ach ja? Ja, weiß ich aus sicherer Quelle. Wenn du so weitermachst, dann ist da bald ein Loch im Schlauch. Kannst mir helfen? Ja, okay, kein Problem. Ach verdammt, ich muss ja zum Zahnarzt. Den Rest schaffst du doch bestimmt alleine. Na Logo, das Flickzeug bringe ich dir später wieder zurück. Ah, schon okay, mach mal keinen Stress. Ach, übrigens, kleiner Tipp, falls dein Kumpel dieses Mädchen noch mehr beeindrucken will. Alexander steht auf Astronomie. Astronomie? Genau, das Teleskop im Labor. Dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Eigentlich schade um das alte Zeug. Da hast du recht. Das wollen wir uns doch mal genauer ansehen. Wem das ganze Zeug wohl gehört? Das hat bestimmt jemand sein ganzes Leben lang gesammelt. Tja, merkwürdig. Und jetzt wird's einfach so weggeschmissen? Vielleicht zieht derjenige in eine kleinere Wohnung. Oder ins Altersheim. Aber dann wirft man doch nicht so viel weg. Hier ist jemand gestorben. Hier, guckt mal. Wilhelmine Vogel. Ob der das ganze Zeug gehört hat? Könnte sein. Ja, guckt mal. Die ist hübsch. Wer wirft denn sowas weg? Die hätte ich gern. Na, könnt ihr davon noch was gebrauchen? Ja, kann ich das haben? Aber sicher, das Zeug da landet sowieso auf dem Müll. Wieso wird es denn weggeschmissen? Todesfall, keine Angehörigen, was weiß ich. Der Vermieter ruft uns an und wir machen hier klar Schiff. Das ist ja schlimm, wenn man einfach gar keinen mehr hat und so ganz allein ist. Naja, ich bin mal neugierig, was da drin ist. Hallo. Ja, Fräulein Petzold. Entschuldigen Sie bitte, ich hätte da mal eine Frage. Können Sie mir erklären, warum Sie mir nicht mitgeteilt haben, dass eine meiner Schülerinnen erkrankt ist? Wie meinen Sie denn das? Ja, genauso wie ich es sage. Ich komme ahnungslos in die Sechste und muss von Vera erfahren, dass Kim Riemann krank ist. Kim? Davon weiß ich überhaupt nichts. Ja, schlimm genug. Was hat sie denn? Kopfschmerzen, Durchfall. War sie damit schon bei Frau Seifert? Na, das weiß ich doch nicht. Finden Sie nicht, dass Sie mal nach dem Mädchen sehen sollten? Natürlich. Ich werde mich sofort darum kümmern. So ein Mist, dass wir die Schlüssel zu dem Kästchen nicht gefunden haben. Ich krieg's einfach nicht auf. Lass mal einen Fachmann ran. Dann zeig mal, was du kannst. Das Mistding muss irgendwie aufgehen. Typisch, erst große Töne spucken und dann nichts dahinter. Ich krieg das Ding schon irgendwie auf, wenn ich es zersägen muss. Zersägen? Du spinnst wohl! Das kommt gar nicht in Frage. Soll ich's mal versuchen? Wenn du meinst, dass du es besser kannst. Das wollen wir doch mal sehen. Aha, hier lässt sich was bewegen. Danke, jetzt kann ich selber. Ah,
ganze Aufwand für ein paar olle Briefe. Na, was hast du denn erwartet? Den Familienschmuck? Was sind denn das für Briefe? Das ist Südterlin-Schrift. Damit hatte ich schon Probleme, als wir das im Unterricht durchgenommen haben. An Wilhelmine Richter. Von Isabella Meinecke. Wilhelmine Richter? Gehörte das nicht einer Wilhelmine Vogel? Dann wird Richter ihr Mädchenname gewesen sein. Der Poststempel ist vom 26.09.1931. Echt? Wer interessiert sich denn für den alten Kram? Wow, die Briefe sind schon über 60 Jahre alt. Was sie sich damals wohl geschrieben haben? 31? Kann ich die Briefumschläge haben? Von mir aus. Mich interessiert sowieso nur der Briefinhalt. Danke. Das kann ich jetzt aber echt nicht lesen. Probier du doch mal, Antje. Du hattest doch damals immer eine Eins. Sag mal her. Ohne dies schon. Meine liebe Wilhelmine, ohne dich ist Berlin nur noch halb so schön. Ich... Oh. Was heißt das? Ich vermisse dich sehr. Das fängt ja traurig an. Natürlich bin ich neugierig, wie es dir in dem Internat ergeht. Nun schau mal einer an, Wilhelmine hat auch ein Internat besucht. Ich würde zu gerne wissen, wie es da früher zugegangen ist. Bestimmt ganz streng und ganz bestimmt ohne Jungs. So, jetzt geht's weiter. Was soll denn diese Geheimniskrämerei? Mensch, steck doch mal nach. Hast du die Briefmarken gesehen? Die Briefmarken? Die sind von 1931. Ich meine, ich halte hier wahrscheinlich ein Vermögen in den Händen. Wohl kaum. Mit den Briefmarken ist es genauso wie mit den Münzen. Je älter, desto wertvoller. Herr Pasulke? Hallo Jungs. Sagen Sie mal, kennen Sie sich mit Briefmarken aus? Nicht direkt, aber ich habe früher mal gesammelt. Sehen Sie mal. Ah, sieht aus wie der alte Hindenburg. So viel ich weiß, gab es davon früher eine ganze Menge. Können Sie uns den ungefähren Wert sagen? Also aus dem Stegreif kann ich es nicht sagen. So eine Marke kann ein Groschenwert sein oder auch ein paar tausend Mark. Wenn es eine Sonderausgabe ist oder ein Fehldruck. Was? Ein paar tausend Mark? Habe ich doch gleich gesagt. Und wie findet man sowas heraus? Ich höre, ihr könnt mir die Umschläge mal mitgeben, dann gucke ich mal nach. Ja, das wäre super. Sagt mal, wo habt ihr die Dinger eigentlich her? Von den Mädels. Die haben das da irgendwie auf dem Sperrmüll gefunden. Aha, von den Mädels. Tja, dann werde ich mal. Ey, wenn die Briefmarken wirklich so wertvoll sind, dann teilen wir die Kohle natürlich mit den Mädchen, oder? Hallo, ihr zwei. Sag mal, habt ihr Kim gesehen? Nee. Aber ich habe gehört, dass sie krank ist. Ja, das habe ich auch gehört. Ich fange langsam an, mir Sorgen zu machen. Sie ist weder auf der Krankenstation noch in ihrem Zimmer. Vielleicht hat sie sich ja in Luft aufgelöst. Naja, in so alten Gemäuern verschwindet schon mal etwas. Ich muss jetzt los. Tschüss. Also, falls sie jemand sieht, schickt sie bitte sofort zu mir, okay? Machen wir, Frau Pietzl. Seit wann interessierst gerade du dich für Klamotten und Kosmetik? Ich dachte immer, du lebst nur im Dienste der Wissenschaft. Was habt ihr eigentlich alle? Ich suche nur den Bericht über Kontaktlinsen. Der steht doch in dieser Zeitung, oder? Weiß ich nicht. Kann ich mir jetzt mal die Ute ausleihen? Ich möchte mich nämlich mal über Alternativen zu meiner Brille informieren. Klar, hier. Denkst du wirklich, dass uns diese Briefmarken so viel Kohle einbringen? Du hast doch gehört, was Pasulke gesagt hat. Da könnte eine ungefähr 1000 Mark bringen. Ja, und dann willst du eine Weltreise machen, oder was? Psst, sonst müssen wir ja auch noch mit dem Dorf teilen. Hallo Jungs. Willkommen auf Schloss Einstein. Was führt dich denn schon wieder ins Internat? Ein echter Notfall. Ich muss ein Referat über die Entstehung der Sterne ausarbeiten. Habt ihr vielleicht ein Buch darüber? Nein, tut mir leid. Und damit kann ich dir auch nicht dienen. Aber frag doch mal Alexandra, die ist doch Spezialistin auf diesem Gebiet. Ach ja? Ja, sie hat eine riesige Bibliothek und sie lebt richtig auf, wenn man sie zu dem Thema interviewt. Ach so, kennt sich sonst noch jemand mit dem Thema aus? Sonst höchstens noch Tom. Ich meine, den kannst du natürlich auch fragen, wenn dir das lieber ist. Super, Leute, danke. Bis später. Und falls du noch irgendwelche Fragen hast, du weißt, wo du uns finden kannst. Ja. Nichts. Haben Sie wirklich überall gesucht? Ja, natürlich. Ich mache mir ja selbst allmählich Sorgen. Aber Ira müsste doch was gemerkt haben. Leider nicht. Als Ira heute Morgen aufgewacht ist, da war Kims Bett leer. Ja, das ist doch unverantwortlich. Ihnen muss doch auffallen, wenn sich eine der Ihnen anvertrauten Schülerinnen entfernt.
Ja, und wenn ihr was passiert? Also die rechtlichen Konsequenzen, die wage ich mir ja gar nicht auszudenken. Jetzt mal langsam, Herr Wolfert. Meinen Sie doch nicht immer den Teufel an die Wand. Vielleicht ist sie ja ins Dorf gegangen, um einen Arzt aufzusuchen. Na, Ihre Worte in Gottes Gehörgang, Herr Direktor. Vielleicht hat sie ja Heimweh und sitzt irgendwo am See und heult. Sie muss sich ja auch erst an das Leben in einem Internat gewöhnen. Sollten wir nicht Frau Riemann benachrichtigen? Jetzt noch nicht. Ich möchte Frau Riemann nicht unnötig beunruhigen. Vielleicht sollten wir zuerst mit Vera reden. Schließlich hat sie Kim zuletzt gesehen. Ja, wie jetzt? Haben Sie das nicht schon längst getan? Nicht direkt. Aber da fällt mir ein, als ich vorhin in der Schülerbar nach Kim gefragt habe, da hat sich Vera irgendwie komisch benommen. Und was meinen Sie, könnte das bedeuten? Ich glaube, sie wollte mir aus dem Weg gehen. Vielleicht weiß sie ja doch was und will es nur nicht sagen. Bitten Sie doch, Vera mal herzukommen, Frau Petzold. Ja. Alexandra, das Alien. Hi, Alexandra. Hi. Sag mal, hast du mein Physikbuch gesehen? Ich glaube, ich habe sie irgendwo vergessen. Da gucke ich doch einfach mal um. Was machst du da eigentlich? Siehst du doch. Setz die mal auf, die steht dir bestimmt gut. Wolltest du nicht dein Buch suchen? Jetzt tu nicht so geheimnisvoll. Kann es sein, dass du dich als Model für Brillen bewerben willst? Oder ist an der Sache mit Atze doch was dran? Weder noch. Also, falls du deinen Typ verändern willst, ich kann dir da ein paar Tipps geben. Danke, aber ich komme ganz gut alleine zurecht. Kannst du es dir noch überlegen. Ich muss doch nicht jedem Trend nachlaufen. Und überhaupt, dieser ganze Modekult interessiert mich sowieso nicht. Hey, setz mal die Sternbrille auf. Apropos Stern. Wusstest du schon, dass Atze hier im Internat ist? Ehrlich? Er hat doch schon nach dir gefragt. Vera, weißt du wirklich nicht, wo Kim steckt? Nein, ehrlich, ich habe keine Ahnung. Nimm dir Zeit und denk noch mal genau nach. Vielleicht hat sie ja irgendwas gesagt, was dir im Nachhinein merkwürdig vorkam. Nein, ich kann mich an nichts erinnern. Wollte sie vielleicht zu irgendeinem Arzt ins Dorf? Nicht, dass ich wüsste. Hat sie irgendwelche anderen Absichten erwähnt? Kann sie denn nur sein? Tja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Kims Mutter zu verstehen. Kims Mutter? Ist das denn wirklich nötig? Ja, na sicher doch. Das ist sogar meine Pflicht. Warten Sie, ich glaube, ich weiß doch, wo Kim ist. Na prima. Und da hältst du uns hier die ganze Zeit zum Narren? Und wo, glaubst du, ist Kim jetzt? Ich habe ihr versprochen, niemandem ein Wort zu verraten. Also, Vera. Wo steckt sie? In Hamburg. Wo ist sie? In Hamburg? Ja, was will sie denn in Hamburg? Tanzen. Da findet die Aufnahmeprüfung der Lola Rogge Ballettschule statt. Tanzen ist der Traum ihres Lebens. Das ist ja prima. Und morgen träumt vielleicht der Nächste davon, an subarktischen Meeren Pinguine zu dressieren und verschwindet auch. Es tut mir leid. Aber sie hat mir versprochen, mit dem letzten direkten Zug wieder zurückzukommen. Wann wäre das denn? Sie wollte so gegen 10 wieder hier sein. Was ist denn los? Worauf wartest du noch? Du schaffst das schon. Ich kann doch nicht einfach hingehen zu ihm und fragen, ob ich ihm was über Sterne erzählen soll. Warum denn nicht? Hallo. Geschichte, nee, das ist ja echt immer zum Einschlafen. Hm. Hallo, Alexandra. Hallo. Setz dich doch her. Danke. Soll ich dir was zu trinken holen? Nein, danke. Mann, so wird das nie was. Ein ähnlicher Planet außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt wurde. Das stimmt. Interessierst du dich neuerdings für Astronomie? Ja, doch. Ehrlich gesagt muss ich ein Referat über die Entstehung der Sterne ausarbeiten. Das ist ein sehr interessantes Thema. Ja, aber einige Sachen verstehe ich noch nicht so ganz. Wenn du willst, könnte ich dir helfen. Das würdest du tun? Na klar, was verstehst du denn nicht? Die schreiben hier, dass einige der Sterne, die wir gerade sehen, gar nicht mehr existieren. Ja, das liegt daran, weil wir nur das Licht der Sterne sehen.
Und weil die Sterne so weit entfernt sind, braucht das Licht oft mehrere Jahre, bis wir es erkennen können. Das ist ja interessant. Was ich mir gar nicht vorstellen kann, ist, dass die Sterne aus einer Gaswolke entstehen. Ach, weißt du, das ist gar nicht so schwer. In den Spiralarmen unserer Galaxis gibt es sehr viele Wolken, die aus kaltem Wasserstoffgas bestehen. Durch das Abkühlen wird die Anziehungskraft der Wasserstoffatome untereinander größer. Du musst dir das ungefähr so vorstellen, dass sie alle aufeinander zufallen. Man nennt das Gravitationskollaps. Ach so, und in der Mitte entsteht dann ein neuer Stern. Naja, es spielen auch andere Faktoren eine Rolle dabei. Aber im Prinzip ist ein Stern nichts anderes als eine zusammengepresste Gaswolke. Ich verstehe wirklich nicht, warum du niemandem gesagt hast, wo Kim steckt. Das hätte uns viel Aufregung erspart. Ich hätte Kim noch nicht einfach in die Pfanne hauen können. Diese Aufnahmeprüfung ist sehr wichtig für sie. Aber deine Lehrer belügen, das konntest du. Was hätte ich denn tun sollen? Du hättest sie überreden müssen, um Erlaubnis zu bitten. Du weißt doch ganz genau, dass sie die nie bekommen hätte. Da hast du wahrscheinlich recht. Aber Kim will doch unbedingt Tänzerin werden. Ihre Mutter ist doch sowieso dagegen, dass sie tanzt. Vielleicht hat Frau Riemann einen ganz vernünftigen Grund dafür. Kim hat mich fast angefleht, ihr zu helfen. Da hätte ich doch nicht Nein sagen können. Also gut. Ich verstehe, dass du Kim nicht hängen lassen wolltest. Aber einfach abzuhauen ist doch wirklich nicht der richtige Weg. Stimmt. Aber ich konnte noch nicht wissen, dass so ein Drama draus wird. Tja, das kann ich mir vorstellen. Was passiert, wenn Kim wieder zurückkommt? Ich denke, Dr. Stolberg wird sie um 10 vom Bahnhof abholen und auf der Rückfahrt wird er ihr gehörig den Kopf waschen. Und das wird sie überleben. Das war wirklich nicht in Ordnung, abzuhauen. Du hast ja recht. Hab ich da immer. Naja, fast immer. Du hast immer das letzte Wort. Hm? Heute schreibe ich dir nur kurz, meine liebe Wilhelmine. Ich bin ja so glücklich. Stell dir vor, auf dem Maifest am vergangenen Sonntag habe ich einen jungen Mann kennengelernt. Oh, ist das spannend. Psst, lass sie weiterlesen. Wir haben den ganzen Abend getanzt miteinander. Ach, Mine, vor Glück schien sich die Welt um uns zu drehen. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich bin selig. Ich bin unsterblich verliebt. Oh, ist das romantisch. Schon morgen werde ich meinen Romeo wiedersehen. Alles Weitere später. Deine Isabella. Meine liebe Mine, gestern habe ich meinen Romeo wiedergesehen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wunderbar er ist. Groß und schlank. Und seine Augen so blau, so innig. Ich wünschte, du könntest ihn sehen. Wir reden und reden miteinander. Und dann schweigen wir wieder. Und dann sehen wir uns nur an. Oh, ist das schön. So schön. Hey, Iris, krieg dich wieder ein. Bäh. Wilhelmine, noch nie habe ich so etwas erlebt. Ich bin der glücklichste Mensch unter der Sonne. Ich weiß es. Er ist der Richtige. Ich umarme dich. Deine Isabella. So, jetzt der Nächste. Mach. Gibt es denn noch einen? Keine Ahnung. Das ist der Letzte. Komisch. Der ist ja noch gar nicht offen. Der ist ja noch im Briefumschlag. Zurück an Absender. Das ist ja merkwürdig. Der Brief ist von Wilhelmine an Isabella. Der Poststempel ist vom 14.02.1933. Die anderen Briefe wurden doch 1931 geschrieben. Das bedeutet also, dass Isabella den Brief ungeöffnet zurückgeschickt hat. Warum nur? Nun mach ihn schon auf. Worauf wartest du eigentlich? Liebe Isabella, ich verstehe, dass du mich verachtest. Was ich getan habe, ist unverzeihlich. Aber glaube mir, es tut mir unendlich leid. Die Gewissheit, dich, meine liebste und einzige Freundin, für immer verloren zu haben, zerreißt mir das Herz. Bitte verzeih mir. Ich wusste nicht, was ich tat. Deine Wilhelmine. Versteht ihr das? Wir sollten längst zu Hause sein. Ich will aber noch auf Kim warten. Ich muss ihr doch sagen... Was musst du ihr sagen? Na, ich muss ihr doch erklären, warum ich das mit Hamburg verraten habe. Also gut. Aber gleich, wenn Dr. Stolberg mit ihr zurück ist, gehen wir, ja? Ja, klar. Hauptsache, sie denkt nicht, ich habe sie einfach so verpetzt. Die müssten eigentlich jeden Moment hier sein. Ist Kim schon auf ihr Zimmer gegangen? Kim war nicht im Zug.
Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.